Was auch immer die da gerade machen. Wird hier ordentlich gedumpt? Ja, wird. Was liegt denn da jetzt so alles? Sehr, sehr viel. Sehr schön. Smeltery macht gerade nichts. Wahrscheinlich, weil wir keine Charcoal mehr haben. Jupp. 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 Okay, dann müssen wir warten, bis der da den Pond gefüllt hat. Ich glaub's nicht. Ich brauche dringend auf jeden Fall noch einen Wood, einen Furnace Operator, der Woodburning macht für mich. Das wird am besten die Arbeit von meinen beiden Woods sein. Ja, ich glaube, das stelle ich mal kurz ein im Therapist. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch den irgendwann mal. Aber bis jetzt habe ich noch kein passendes Tool gefunden, um Desktop-Aufnahmen zu machen. Aber das werde ich dann mal gucken, dass ich nach dieser Aufnahmesession endlich mal eins finde. Dass ich euch kurz den Therapist zeigen kann. Aber jetzt suche ich mal schnell meine Wood-Jungs. Die kriegen alle Woodburning noch dazu. Das passt ja zu denen. So. Änderungen gemacht. Weg und weitermachen lassen. Da müsste jetzt wenigstens einer von denen, genau, make Charcoal. Ja, das muss ich mal kurz gucken. Hier unten ist alles Steinboden, ja. Hier sieht auch alles nach Stein aus. Hier ist Lehm dazwischen und hier ist Lehm dazwischen. Ja, da müssen wir aufpassen und hier sollten wir auch aufpassen. So, wir haben neue Türen, denke ich mal, die wir jetzt setzen können. Die war falsch. Hier. Die Doors. So, dich weg. Danke. Ah, es werden immer noch welche hergestellt. Geben wir gleich nochmal welche in Auftrag. 20 Stück, so. Dass wir langsam alles richtig zumachen können, was zugehört. Und wenn wir schon mal dabei sind, bauen wir schon auch mal einen Kernel, also einen Hundezwinger. Hier oben ein Kennels, genau. Ein Kennel, hier so, hier in die Mitte. So, ein Stück weit oben. Aus Gabbro-Blöcken ruhig, so. Der ist dann dazu da, um Tiere zu zähmen, wenn wir welche gefangen haben. Für die Hunde selber brauchen wir hier in der Zone Animal Training. So. Jetzt werden die Hunde hier gehalten und hier auch trainiert. Von unseren Animal Trainern. So, währenddessen muss ich hier gerade mal zählen. Ich brauche zwei Tische, vier Tische noch und vier Stühle. UM, Q, Walk, Table, 4 und Q, Walk, Throne, auch 4. So, damit ist dann die Essenshalle fertig, so gesehen. Da sind nämlich hier genug Stühle und Tische. In einer Reihe, dass genug Leute da sitzen und essen können. Weil sie werden nicht alle gleichzeitig da sitzen und essen.
So. Hier haben wir gedumpten Clay, nehme ich an. Ja. Wie sieht es hier unten mittlerweile aus? Sieht mittlerweile immer leerer aus. Aber ist noch genug zu tun. Fill Pond. Make Charcoal. Sehr gut. Charcoal wird hergestellt. Ja. Und abgeholt. Kann ich mal kurz gucken, was in das Metallic gerade drin ist. Nur Granit. Okay. Ambosse stehen da noch rum. Was liegt hier für Knochenzeug rum? Hamster Remains und Ratten Remains. Ja, von den blöden Katzen. Das war jetzt nicht so schlau von dir. Bist du ersoffen? Ihr lebt noch, oder? Ja, ihr lebt noch. Guckt, dass ihr da rauskommt, und zwar schnell. Du lebst nicht mehr. War das mein Koch? Ja. Und mein General ist ertrunken. Nein. Dreck. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Was bist du für eine Zone? Pen Pasture, die brauchen wir auch nicht mehr. Ah. Jetzt haben wir keinen Captain of the Guard mehr. Remove vom Squad. Gut. Mein General ist ertrunken. Ist noch jemand ertrunken? Ertrunken und es kommt von niemand an ihn ran. Okay, ich muss da irgendwas machen. Joblist? Was da? Nein. Orders? Activity Zone Orders? Nein. Forbid Refuse? Ups. Claim your dead, claim your death items, claim other dead, forbid other dead items. Claim other dead items. Mix food, dwarfs all harvest. Oder ging das hier drüber? Traffic areas, genau. Restricted traffic area. Dass ihr nie wieder auf die Idee kommt, euch über das Eis zu bewegen. Das habe ich nämlich total vergessen. Also man kann über die Traffic Area bestimmen, wo die Zwerge lang gehen dürfen und wo nicht. Also mit High Traffic, Normal Traffic und Low Traffic kann man steuern, ob da viele Zwerge vorbeigehen oder nicht. Und bei Restricted halt gehen sie gar nicht entlang. War das eigentlich mein guter Koch? Ne, ich glaube nicht. Mein guter Koch ist eher hier. Hm.
Und niemand kann die beiden da unten rausholen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Also brauchen wir MQ. Brauchen wir mal 20 Slabs. Weil die beiden kriegen wir da unten nicht mehr raus aus dem Wasser. Was blöd ist. Und es ist Frühling, es wird gespeichert. Leute, macht nicht dieselben Fehler wie ich, wenn ihr das Spiel spielt. Wenn ihr solche Burggräben macht, verbietet sie für den Winter. Das kann der Winter tödlich sein. Die Zonen müssten jetzt aber alle weg sein. Ja. Es ist nur noch die Wasserzone hier. Das heißt, ich kann auch P, Remove Stockpile, den Bucket Stockpile hier mal abreißen. Und hoffen, dass sie alle Buckets wieder reinbringen, weil sie sich gerade verboten sind. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, hier liegt keine Leiche mehr rum. Doch, da liegt Urist und da liegt mein General mit all seinen Sachen. Ja, so leicht passiert das. Okay, Charcoal wird immer mehr hergestellt. Die Sachen auch. Slabs werden auch schon hergestellt. Die werden auch wahrscheinlich hier gecraftet, oder? Ja, wahrscheinlich. Stein nimmt langsam ab. Hier hat sich jetzt der Sandy Clay breit gemacht. Das ist jetzt echt doof, dass ich einige meiner Zwerge durch solche Fehler verloren habe. Aber wie gesagt, das ist Dwarf Fortress. Dwarf Fortress ist Fun. Ja, und Fun ist halt auch mal Scheiße zu bauen. Naja, wir werden einen neuen General finden. Ich werde einfach später im Therapist gucken, welcher von meinen ganzen Bogen, Armbrustschützen am besten ist in seinem Skill. Und den dann zum General ernennen. Ja, warum auch immer meine Tastatur gerade spackt. Wer ist jetzt der Captain of... nee, der Militärkommandant. Warum dich niemand? Chief Medical Dwarf. Da sollten wir auch langsam mal einen einstellenden Doktor. So, du bist mein Doc. Gut. Du bist zufrieden mit allem. Jupp, bist du. Und du bist auch immer noch der Leader. Gut. Ah ja. Okay, so geht's wieder hoch. Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwas hängt an meiner Tastatur gerade. Ja, genau. Wenn ich die Shift-Taste drücke, springt da den oberen Bildschirmrand. Was immer auch da gerade hängt. Ist die Maus dran schuld? Nö. Komisch, das hatte ich auch noch nie. Ja.
Also wenn ich runter will, habe ich ein Problem. Gerade. Na gut, das dürfte die halbe Stunde, die Aufnahmesession noch geht, jetzt nicht so sehr stören. Ich will jetzt runter in meine Smeltery. Ah, die ist eins noch oben. So.